auferstanden von den Toten. Er hat den Tod durch den Tod überwunden und denen, die im Grabe sind, das Leben geschenkt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Liebe Gemeinde, wir begrüßen Sie herzlich zu Hause vor den Bildschirmen hier zum Osterfestgottesdienst in der Martinskirche in Oberjettingen, den wir jetzt gemeinsam auf diesem Wege feiern dürfen. Wir sind Thomas Cornelius und Jonas Lau und werden Sie durch diesen Gottesdienst begleiten. Wenn Sie diese Worte hören, dann ist der helle Ostertag schon angebrochen. Wir haben hier vor und in der Martinskirche schon die Osternacht gefeiert, haben uns bewusst gemacht, wie mit dem anbrechenden Ostermorgen das Licht Christi in dieser Welt noch einmal ganz neu aufleuchtet. In diesem Moment, in dem ich diese Worte aber jetzt spreche, ist es noch nicht einmal Karfreitag. Ein eigenartiges Gefühl. Doch trifft nicht genau das unsere derzeitige Existenz? Wir wissen und erfahren schmerzlich um die Begrenztheit des Lebens und feiern zugleich die Überwindung auch der letzten Grenze, die uns Geschöpfen gesetzt ist. Wir leben mitten in einer Zeit, in der wir wissen, dass so viele Menschen schon an der Krankheit gestorben sind, feiern zugleich die Auferstehung Jesu in der Hoffnung, dass wir ihm einmal in dieser Auferstehung nachfolgen können. Gott sei Dank, dass wir genau das tun dürfen, feiern, uns freuen an dem, was Gott für uns getan hat, darüber, dass er uns im Leiden nahe geblieben ist und dass wir doch aus der Hoffnung leben dürfen. So lasst uns heute Lieder der Freude singen und Ostern feiern. Auf, mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Wir beginnen mit dem Lied 112 im evangelischen Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 5. Sie werden sie aber auch eingeblendet auf dem Bildschirm sehen können.
Wir beten ganz versweise im Wechsel miteinander den Jubelpsalm, den letzten der Psalmen im Psalter, Psalm 150, die Nummer 758 im Gesangbuch. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Paukern und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist wahrhaftig auferstanden und du schenkst auch uns neues Leben. Daran glauben wir und das feiern wir heute an diesem Ostermorgen ganz besonders. Wir danken dir für deinen Weg der Liebe, dass du Mensch geworden bist, gelitten hast und dich am Kreuz zu unserer Vergebung hingegeben. Und dass du den Tod besiegt hast und auferstanden bist. Danke, dass du all das aus Liebe zu uns getan hast. Es fällt manchmal schwer zu begreifen, was das wirklich bedeutet, zu begreifen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Wir kommen jetzt vor dich und bringen dir alles, was uns beschäftigt, alles, was uns ablenkt und abhält. Wir bringen dir Schmerzen, Leid, Zweifel und all unsere Schuld. Herr, mach du jetzt unsere Herzen neu. Rühre du uns an, lass du uns heute Morgen tiefer begreifen, was deine Auferstehung für uns bedeutet. Lass du uns deine Liebe erkennen. Und sei nahe und hör uns, wenn wir in einem Moment der Stille das sagen, was uns gerade persönlich beschäftigt. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und wir vertrauen auf dich. Amen. Thank you.
das Osterevangelium. Ich lese die Ostergeschichte, wie sie der Evangelist Markus erzählt hat. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Er hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Wort des lebendigen Gottes. Wir antworten auf das Osterevangelium, indem wir als Gemeinde Jesu Christi miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander ein Lied, das einst aus Afrika zu uns gekommen ist. Wir singen das Lied 116, Er ist erstanden, Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. Stellt uns allein.
österliche Gemeinde. Unser heutiger Bibelabschnitt führt uns in die Zeit des Apostels Paulus zurück. Er hat das Evangelium von Jesus Christus, und das war vor allem die gute Nachricht vom Tod und von der Auferstehung des Gottessohnes Jesus, nach Europa gebracht. Durch dieses Geschehen seid auch ihr gerettet, so hatte es Paulus den Menschen in der griechischen Hafenstadt Korinth gepredigt. Doch schon bald nachdem der Apostel weitergezogen war, haben manche Gemeindeglieder dort ihre eigene Interpretation des Evangeliums entwickelt. Sie haben sich gesagt, wozu denn eigentlich noch eine Auferstehung der Toten? Wir sind doch jetzt schon gerettet, haben bei der Taufe den Geist Gottes empfangen. Wir halten das ewige Leben schon jetzt in unseren Händen. Der Tod ist besiegt, also wird unser eigenes Sterben eigentlich nur noch ein Übergang in die Herrlichkeit Gottes sein. Die Christen und Christinnen in Korinth meinten, der Glaube hätte sie jetzt schon zu besseren Menschen gemacht, im Grunde zu Göttern auf Erden. Paulus versucht, sie mit einem Brief wieder zurückzuholen auf den Boden der Tatsachen. Gegen enthusiastischen Überschwang und Entrücktheit setzt er die Realität des Todes, die uns nicht erspart bleibt. Er sagt, wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung. Wir haben das ewige Leben versprochen bekommen und Christus ist unser Unterpfand dafür, dass Gott dieses Versprechen auch einlösen wird. Aber noch leben wir in dieser Welt und unter den Bedingungen dieser Welt. Das Eigentliche wird kommen, wenn die Auferstehung für uns alle gekommen sein wird. Hören Sie die Worte des Paulus in der Übersetzung der Neuen Guten Nachricht, einen Abschnitt aus dem ersten Brief des Paulus an die Christinnen und Christen in Korinth, in dem Paulus den Korinthern vor Augen stellt, dass das Ende noch nicht da war, aber kommen wird. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden und als der Erste unter denen, die entschlafen sind, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Doch ein jeder zu seiner Zeit und in der vorbestimmten Ordnung. Als Erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören, dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft auch er selbst, der Sohn, sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr, über alles und in allem. Liebe Gemeinde, was es bedeutet, Christ zu sein, das wird sich letztgültig erst dann zeigen, wenn Gott seine Herrschaft angetreten hat. Wenn er über alles und in allem herrscht. Und das wird dann sein, wenn die Toten auferstanden sein werden am Ende der Zeit. Aber das heißt doch, ohne die Auferstehung der Toten geht es nicht. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir Menschen heute ein kleines Problem. Sie wissen ja, Umfragen sind in und gibt es zu allen möglichen Themen. Auch zum Osterglauben, dem Glauben an die Auferstehung. Vor nicht einmal einem Jahr wurde von der christlichen Zeitung IDEA eine solche Umfrage in Auftrag gegeben. Und was da zutage kam, ist nicht wirklich begrüßenswert. Ginge es nach den Mehrheitsverhältnissen in unserem Land, dürften wir heute gar nicht hier sein und Ostern feiern.
Denn nur noch ganze 18% der befragten deutschen Erwachsenen sagen, ja, wir glauben an eine Auferstehung des Leibes. 28% wussten nicht, was sie zu sagen hatten zu diesem Thema. Und die weitaus größte Zahl der Befragten, 42%, sagten, das gibt es nicht. Es gibt keine leibliche Auferstehung. Wenn man nun in dieser Umfrage die Christinnen und Christen besonders betrachtet, dann wird es für mich fast noch erschreckender. Nur 23% der Angehörigen einer evangelischen Volkskirche dürften Ostern feiern, ohne zu lügen. Bei den katholischen Geschwistern sind es immerhin noch 28%, die sagen, es ist wahr, der Tod ist besiegt. Doch selbst bei den freikirchlichen Gemeinden, die oft für sich in Anspruch nehmen, die Bibel ganz wörtlich zu nehmen, glaubt nur noch ein wenig mehr als die Hälfte an die Auferstehung der Toten, 55%. Und aufs Ganze gesehen nimmt die Zahl derer, die sagen, eine Auferstehung gibt es nicht, immer noch zu, in den vergangenen Jahren signifikant. Immerhin, manche meinen wenigstens, auch wenn wir nicht an die Auferstehung aller Menschen glauben, für Jesus mag das ja vielleicht noch wahr gewesen sein. Er ist auferstanden. Ja, Jesus schon. Aber selbst da sagen dann wieder viele, das muss man aber auch wieder interpretieren, diese Aussage. Jesus ist in den Herzen der Gläubigen von den Toten auferstanden. So sagen manche. Oder die Seele Jesu Christi ist auferstanden. Bei Licht betrachtet sieht es schlecht aus mit der Botschaft von der Auferstehung der Toten, bei dem, was wir im Glaubensbekenntnis vorhin noch miteinander bekannt haben. Und so wie ich das sehe, sind wir Theologen hier mehr als gefragt, die Osterbotschaft nicht nur zu sagen, sondern verständlich zu machen, in ihrer Tiefe und Bedeutung wieder klar zu machen. Und das beginnt für mich damit, dass wir uns auch an Ostern der Frage nach dem Tod wieder neu stellen müssen. Die Badische Landessynode hat im Jahr 2000 einige Leitsätze zum Thema, was wir glauben, verabschiedet. Der Satz, wir glauben an die Auferstehung der Toten, fand durchaus eine Mehrheit. Aber vielmehr haben einen anderen vorangestellten Satz bejaht. Unser Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende. Liebe Badische Synode, ich bitte um Verzeihung, aber dieser Satz ist Humbug. Denn dieser Satz nimmt den Tod nicht wirklich ernst. Er nimmt den Tod sein Wesen. Der Tod an sich ist doch viel schlimmer, als wir das normalerweise wahrhaben wollen. Denn mit dem Tod ist das Leben des Menschen und eines jeden Geschöpfs wirklich zu Ende, ganz und gar aus und vorbei. Und das spüren die Menschen doch. Das ist das, was sie fühlen am Sterbebett und an einem Grab. Das ist das, was sie zum Ausdruck bringen, wenn sie sagen, ich kann nicht an eine Auferstehung glauben. Denn so wie es war, kann es eben nicht mehr sein. Und sie haben auf eine Art recht, man darf dem Karfreitag nicht die Härte nehmen. Und auf den übrigens aus der griechischen Philosophie stammenden Gedanken einer Unsterblichkeit der Seele spekulieren. Wir weichen dem Tod gerne aus und seiner Endgültigkeit. Und das merkt man schon an den Worten, mit denen wir oft vom Tod reden. Entschlafen sind unsere Lieben. Sie sterben nicht, sondern sie gehen heim oder hinüber in eine andere Welt. Aber wenn ich den Tod nicht als Tod verstehe, sondern nur als Übergang, als Wechsel in eine andere Daseinsform, dann habe ich nicht begriffen, was Sterben wirklich bedeutet. Das zu sehen ist gerade an Ostern wichtig. Denn wenn ich den Tod nicht in seiner vollen Härte stehen lassen kann, dann kann ich auch nicht verstehen, was das absolut unvorstellbare Wunder von Ostern wirklich bedeutet. Dass da der Mensch noch einmal neu geschaffen wird, ganz neu geschaffen wird. Ostern ist nicht die Fortsetzung des Vergangenen, sondern ein echter Neubeginn. Und dass es dann trotzdem eine Kontinuität gibt zwischen dem alten Adam, der sterben musste, und dem neuen Menschen, dass es eine Kontinuität der Identität gibt,
dass mein Ich auch nach dem Tod eine Zukunft hat, das ist das Wunder, das ich ab einem gewissen Punkt tatsächlich nicht mehr verstehen, sondern nur glauben kann. Aber genau damit tun wir Menschen uns doch eben schwer, glauben ohne einen Beweis. Den Tod muss ich nicht glauben, den sehe und erlebe ich. Auch den Tod Jesu muss ich nicht glauben, der ist historische Realität. Aber Ostern? Ostern ist etwas ganz anderes. Und nur der Osterglaube kann uns an dieser Stelle noch weiterbringen. Ohne Ostern wäre der Tod tatsächlich das Ende. Ostern aber sagt uns, durch die Schöpferkraft Gottes, durch seinen Willen zum Leben, durch seine unbegreifliche Liebe zu uns Menschen, gibt es eine Zukunft für uns. Keine Fortsetzung des Alten, aber eine Zukunft. Kindern gegenüber sage ich das natürlich nicht so hart. Sie, die noch am Anfang ihres Lebens stehen, müssen noch nicht wissen und erfahren, wie sehr der Tod die Existenz vernichtet. Ihnen gegenüber kann und darf ich von einer Hoffnung über den Tod hinaus reden, darf sagen, wer stirbt, kommt zu Gott, ist bei Gott. Aber wie tief der Graben zwischen dem Sterben und dem Neuensein bei Gott ist, das kann und muss ich als Erwachsener begreifen. Sonst wird das Geschehen von Karfreitag und Ostern reduziert auf eine Art Zwischenspiel auf dem Weg zum ewigen Leben, das man eigentlich auch auslassen könnte. Das war genau das, was die Korinther getan haben. Darum noch einmal, Auferstehung heißt nicht, das Leben wird noch einmal verlängert, so wie es etwa bei Lazarus geschehen ist oder dem jungen Mann, dem Jesus wieder das Leben zurückgegeben hatte. Auferstehung heißt, das Leben, der Mensch wird neu geschaffen. Ich werde neu geschaffen in der Auferstehung. Und dass das möglich ist, das war das Wunder, das die Jünger an Ostern erlebt haben. Sie haben sehen dürfen an diesem einen, dem Menschen Jesus aus Nazareth, ist das geschehen. An ihm hat Gott dieses größte aller Wunder vollbracht. Jesus war derselbe, auch nach seiner Auferweckung, und doch war er ein ganz anderer. Deshalb konnte er auch nicht mehr auf dieser Erde bleiben, sondern musste in den Himmel fahren. Aber seit Ostern kann die Menschheit, können wir eben doch noch hoffen, dass das auch einmal an uns geschehen wird. Dass wir Christus nicht nur im Leben, in dem wie wir leben, nachfolgen, sondern auch im Sterben und in der Auferstehung. Die Auferweckung dieses einen Menschen hat Folgen für die ganze Welt. Denn weil dieser eine Mensch auferweckt wurde, ist das nun auch für alle Menschen eine Möglichkeit geworden. Das wollte Paulus den Korinthern sagen. Ihnen, die das Einzelschicksal weit übersteigende Dimension der Auferweckung Jesu von den Toten noch einmal deutlich machen. Die Auferweckung Jesu von den Toten, das Wunder der Osternacht, ist nicht ein einzelnes, besonderes Geschehen, sondern der Beginn eines Prozesses, an dessen Ende die Neuschöpfung der ganzen Welt stehen wird und der Beginn der letzten Herrschaft Gottes. Dann wird Gott alles in allem sein, sagt Paulus, und wir werden einen Raum in dieser unendlichen Fülle haben. Allerdings, noch gehören wir zu Adam. Noch gilt für uns, Mensch, du wirst sterben. Adam, der hier nicht historisch verstanden werden darf, sondern als Bildfigur, als Symbol für das zerbrechliche, sterbliche Dasein des Menschen steht, Adam ist nicht Christus. Ist nicht Gott, er ist und bleibt vergängliches Geschöpf. Aber mit Ostern hat sich eben doch etwas geändert, hat sich alles geändert. Christus ist auferstanden als Erster unter denen, die dem Tod unterworfen waren. Und darum steht auch für dich der Weg offen zu jenem Reich hin, in dem Gott einmal alles in allem sein wird. Wenn ich das glauben kann, wenn ich mit diesem Bewusstsein lebe, dann wird sich natürlich auch mein Leben hier schon verändern. Dann kann ich ganz in dieser Welt leben,
muss mich aber nicht aus ihr herausziehen oder mich sogar über sie erheben, wie es die Christen in Korinth taten. Aber ich kann schon jetzt in meinem Leben etwas sichtbar machen von diesem Reich der Fülle Gottes. Der Glaube an die Auferstehung der Toten kann mich durch die schlimmsten Tage hindurchtragen, weil ich eine begründete Hoffnung haben kann, dass Christus, wenn er wiederkommt, auch diesen letzten Feind für immer besiegen wird, den Tod. Sie kennen vielleicht die schöne Anekdote von der alten Diakonisse, die darauf bestand, dass man ihr bei der Beerdigung einen kleinen Löffel mit in den Sarg legen solle. So einen kleinen Propheten, der bei Tisch sagt, da kommt noch etwas Wunderschönes, etwas, worauf du dich freuen kannst. Bei Tisch der leckere Nachtisch, aber im Grab eben die Auferstehung der Toten. Nicht das schlechteste Bild für diese Hoffnung. Adam verkörpert unsere Gegenwart, doch Christus verkörpert unsere Zukunft. Die Botschaft von der Auferstehung der Toten, von der Neuschöpfung des ins Nichts gefallenen Menschen, macht der Hoffnung in unserer Seele eine Tür auf. Eine Tür, durch die wir im Glauben einen Blick tun können in diese Zukunft Gottes hinein, in den Shalom, den allumfassenden Zustand des Friedens bei Gott, in Gott und durch Gott. Als Erster wurde Christus vom Tod auferweckt. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören, dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Dann ist Gott allein der Herr, über alles und in allem. Amen. Ich lade Sie ein, mit einzustimmen in das Osterlied »Erschienen ist der herrliche Tag«, der Tag, an dem dieser Prozess begonnen hat, der uns einmal in das Reich Gottes führen wird. Die Auferstehung Jesu vom Tod als erster von allen Auferstandenen. Wir singen das Lied 106, die Strophen 1 und 3 und 5. Allmächtiger und liebender Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Ostermorgen. Wir danken dir, dass wir Ostern feiern können, wenn auch unter anderen Bedingungen, als wir es gewohnt sind. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Umgebung und auf der ganzen Welt, die unter der Corona-Krise leiden. Sei es aus gesundheitlichen Gründen, sei es aus finanziellen Gründen, oder seien es Angst und Sorgen um Angehörige,
oder die Trauer um Verstorbene. Herr, lass du sie deine Liebe erfahren. Lass du uns alle sicher werden, dass du uns nicht alleine lässt und die Welt in deiner Hand ist. Gib du denen Weisheit, die schwierige Entscheidungen treffen müssen. Bitte wende du alles zum Guten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns über deine Auferstehung und über das Leben, das du uns schenkst. Hilf uns, diese Freude auch im Alltag in unseren Herzen zu halten. Hilf uns, von deiner Liebe zu lernen. Hilf uns, uns unseren Mitmenschen zuzuwenden, wie du dich uns zugewandt hast. Wir bitten dich um Versöhnung in zerstrittenen Familien. Wir bitten dich um Trost für die Traurigen. Und wir bitten dich um Hoffnung für die Verzweifelten. Lass dein Licht der Auferstehung in unseren Herzen leuchten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, wenn wir die Worte der Bibel hören. Schenke du uns immer wieder neues Verständnis für dein Wort in unserem Alltag. Lass uns immer mehr begreifen, was die Auferstehung Jesu für uns bedeutet. Setze dein Wort ganz tief in unsere Herzen und bewahre uns davor, dass wir es im Alltagstrubel oder in Anfechtung verlieren. Wir danken dir, dass wir mit Christen auf der ganzen Welt verbunden sind und bitten dich um Einheit und Verständnis zwischen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Und wir bitten dich um Bewahrung und Trost für diejenigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen als nächstes Lied Christ ist erstanden. Wenn Sie ein Gesangbuch da haben, Nummer 99, aber es wird Ihnen auch angezeigt. Christ ist erstanden. Sie können gerne auch direkt mit Angela Kopp Verbindung aufnehmen, die die Aktion koordiniert. Und wenn Sie selbst nicht nähen können, aber vielleicht jemanden kennen, der sich dafür begeistern ließe, einfach ansprechen
uns die Info weitergeben. Ich möchte Sie einladen zum nächsten Jettinger Gottesdienst am Sonntag nach Ostern. Er kommt dann wieder aus der Michaelskirche und ist ab 10 Uhr über die Homepages abrufbar. Auch den Link zur Kiki Online, zur Kinderkirche Online, der Unterjettinger Gottesdienst für Kinder von 3 bis 13 Jahren, den finden Sie dort. In der Fürbitte müssen wir nun gleich an zwei Oberjettinger Gemeindeglieder denken, die beide sehr überraschend verstorben sind. Am 14. April verstarb Holger Maisch aus der Lettenstraße im Alter von 54 Jahren. Und am Gründonnerstag ist verstorben Kurt Seyer aus der Unterjettinger Straße im Alter von 81 Jahren. Auch wenn unsere Gedanken derzeit so sehr auf das Coronavirus gerichtet sind, es ist nicht der einzige Grund, der Leid und Trauer in die Familien hineinträgt. So sind wir in unseren Gedanken und Herzen auch bei diesen beiden Familien und bitten Gott um seine Kraft, das Leid auszuhalten, seine Nähe, die noch einmal anders ist als alles, was wir derzeit den Angehörigen vermitteln können. Auch wenn wir zurzeit nicht so auf dem Friedhof Abschied nehmen können, wie wir es gerne möchten, vielleicht können Sie den Familien auf einem anderen Weg Ihr Mitgefühl und Ihre Trauer zum Ausdruck bringen, als Nachbarn, als Freunde. Christus sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Löse du, Christus, dein Versprechen auch in diesen beiden Familien ein. Tröste und trage du sie in diesen schlimmen Tagen. Lass ihnen die Osterbotschaft zu einem Licht werden, auf das sie ihre Augen richten können. Mach ihre Dunkelheit ein wenig heller. Lebendiger Gott, gib uns allen Hoffnung in dieser Zeit. Amen. Als Nachspiel hören Sie nochmal ein Lied, gesungen und begleitet von Sabrina Birkler am Klavier, Evelyn Brenner, Jonas Nau und Thomas Cornelius. Die haben uns durch den Gottesdienst begleitet und ich hoffe, Sie konnten gut zuhören. Aber zuvor darf ich Ihnen den Segen zusprechen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, er schenke euch seinen Frieden. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.